Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Test der neuen Ducati Monster 1200R am Ascari Raceway in Spanien. Das Ascari Raceway dürfte nicht jedem ein Begriff sein. Hier werden nur recht exklusive Modelle von exklusiven Marken präsentiert. Beispielsweise BMW HP2 Sport vor einigen Jahren, Super Duke von KTM oder auch die Ducati Monster 1200R, also quasi das Racing-Modell oder das Racing-taugliche Modell der Monster-Palette. Auch die stärkste mit 160 PS. Einige Änderungen wurden hier durchgeführt im Vergleich zur normalen bzw. zum S-Modell. Das Fahrzeug wurde nämlich etwas angehoben um 50 mm, um mehr Schräglagenfreiheit zu schaffen. Serienmäßig haben wir ein Öhlins-Fahrwerk verbaut, vorne und hinten, und einen Öhlins-Lenkungsdämpfer, der leider ein bisschen im Weg ist, wenn man den Zündschlüssel hier bedienen will. Das nur so am Rande. 50 Grad Schräglage verspricht Ducati. Ich muss sagen, wirklich im Rennstreckeneinsatz sitzt man doch oft mit den Fußrasten auf. Wir haben standardmäßig schon Racing-Fußrasten, die echt einen guten Grip liefern, montiert. Es gibt dann aus dem Zubehör noch stärker gefräste Fußrasten. Ob man mit denen dann ein bisschen mehr Schräglagenfreiheit hat, weiß ich nicht. Ich habe aber auch ein bisschen ein Problem. Ich habe relativ große Füße, nämlich 46er in den Racing-Stiefeln. Und ich habe da immer ein bisschen Problem mit Platz. Auch da hat Ducati versprochen, gibt es jetzt mehr Bewegungsfreiheit. Gerade auf der rechten Seite, wo der Auspuff ist, habe ich da ein bisschen Probleme, die Ferse einzudrehen. Ja? Weil ich mich immer eben Richtung Kurvenausgang so hineinlege und gerne im Hangoff fahre, und dann muss ich einfach die Ferse ein bisschen ins Motorrad bewegen. Da stehe ich ein bisschen an. Also ich habe mir die Stiefel schon ein bisschen abgeschliffen. Wie gesagt, ein reines Racing-Bike ist es auf keinen Fall. Es ist halt ein Straßenmotorrad mit sehr, sehr hohem Fun-Faktor, mit dem man dann auch die einen oder anderen Track-Days besuchen kann, zum Beispiel die 1000 PS Grip-Partys. 160 PS, habe ich schon gesagt, leistet der Testa Stretta-Motor. Das Motorrad soll trocken 180 Kilo wiegen. Ist jetzt schwierig zu sagen, welche Flüssigkeiten da eingerechnet oder weggerechnet werden und welche nicht, und Batterie dabei ist oder nicht. Kann also sein, dass das Motorrad so 205 Kilo hat, davon gehe ich einmal fix aus, vielleicht auch 210. Aber das werden wir dann, können wir dann erst, wenn das Motorrad in Österreich oder beziehungsweise in Deutschland ist, überprüfen. Man sitzt sehr gut oben, der Lenker ist ja typisch bei Ducati relativ weit vorn und auch sehr breit. Man sitzt also schon ein bisschen nach vorne orientiert oben, das mag ich sehr. Also wirklich aufrecht zu sitzen auf einem Naked Bike, da habe ich nicht ganz das Gefühl, ein gutes Gefühl auf der Rennstrecke, da ist es schon so. Lenkungsdämpfer nimmt natürlich viele Bewegungen vorne raus, wenn man doch hin und wieder am Hinterrad, jetzt nicht aus der Kurve kommt, aber auf dieser Rennstrecke gibt es halt dann auch ein paar Hügel, wo man dann plötzlich, wo sich das Vorderrad dann hebt. Und wenn es dann aufsetzt oder beim Einlenken, beim harten Anbremsen, ist es sehr, sehr wichtig, dass dieser Lenkungsdämpfer da ist. Auch wenn er für mich jetzt nicht so optimal positioniert ist. Aufs Display sieht man trotzdem sehr gut. Wir können drei verschiedene Anzeigen auswählen. Genauso kann man drei verschiedene ABS-Modi einstellen, drei verschiedene Riding-Modes, drei verschiedene Power-Modes, acht verschiedene Traction-Control-Modes. Und eines fehlt mir leider wirklich hier auf der Rennstrecke, beziehungsweise am Motorrad, was auf der Rennstrecke bewegt wird, und das ist der Schaltautomat. Es gibt keinen Schaltautomat, weder serienmäßig noch aus dem Zubehör. Man muss sich also selbst um eine Lösung kümmern.
wundert mich ehrlich gesagt wirklich, weil das Motorrad wird ja immerhin auch hier präsentiert. Wir fahren auch nicht auf der Landstraße, sondern nur hier auf der Rennstrecke, auch wenn das etwas hin und wieder einer Landstraße ähnelt. Da gibt es zum Beispiel Bäume im Kurveninneren, wo man so dem Schatten des Baumes einen Zirkel zieht. Da hinten steht auch einer bei der Boxenhauseinfahrt. Das heißt nicht, dass man irgendwo Gefahr läuft, in einen Baum hineinzustürzen. Aber es ist doch was anderes als die üblichen Rennstrecken, die man so kennt. Brünnbahn, Nonnenring und Co. Ich sehe, da hinten ist auch ein schöner Wald und Wiese. Und also gerade, dass die nicht noch einen Golfplatz hier eingebaut haben. Genauso beeindruckend die Boxengasse und die Boxen. Alles schön mit Stein ausgelegt und gefliest. Hinten ist eine Garage, schaut aus wie ein alter, edler Weinkeller. Bin ich wirklich fasziniert, vor allem weil ich noch nie da war. In 12 Jahren war das immer Chefsache und jetzt bin ich einmal zum Zug gekommen und freue mich sehr darüber. Was ist noch alles geändert worden? Ich habe zum Beispiel Grümer 58 mm, ich habe hinten einen 200er Reifen, Pirelli SP Super Corsa, beziehungsweise Super Corsa SP, also hinten wie bei der Panigale 255 und 17. Vorne habe ich die Bremsen der Panigale. Richtig gut, sehr gutes Gefühl, Brembo natürlich. Ein Wahnsinn, also ich habe das noch bei Weitem nicht ganz ausgereizt. Ich muss die Strecke erst lernen. Bin jetzt schon 3 Turns gefahren, aber ich habe das immer noch nicht ganz behirnt, wie da der Streckenverlauf ist. Deswegen freue ich mich auf die nächsten 2 Turns. Da kann ich mich nämlich wirklich aufs Motorrad konzentrieren, weil ich schon langsam ein bisschen in den Fluss hineinkomme. Und da schon so 1-2 Fahrer getroffen habe, die ungefähr meine Geschwindigkeit fahren, sage ich, und dann kann man sich da gemeinsam ein bisschen, kann man sich da dranhängen und ein bisschen was ausprobieren, aus der Kurve raus oder vielleicht innen vorbeibremsen. Ein Naked Bike hat natürlich mehr Bewegung als ein Superbike, alleine durch die Geometrie. Ich habe es vorher angesprochen, das Fahrwerk wurde angehoben, um mehr Schräglagenfreiheit zu ermöglichen. Wie gesagt, es könnte noch etwas mehr sein, also eine eigene Fußrastenanlage, eine verstellbare, wäre nicht schlecht, wenn man das Fahrzeug wirklich öfter auf der Rennstrecke bewegt. Ansonsten für einen Trackday, für einen Ausflug zum Ring reichen natürlich die normalen Fußrasten. Die sind auch sehr griffig vor allem und etwas kürzer, aber ich würde es eben noch ein bisschen nach oben versetzen. Überraschend stabil ist die Front durch den Öhlins Lenkungsdämpfer. Da gibt es sehr wenig Bewegung drin, muss ich sagen, obwohl das Fahrzeug ja wirklich des Öfteren aufsteigt. Kommt natürlich auch ganz darauf an, wie man die Einstellungen wählt, die Traktionskontrolle, wie sehr das Fahrzeug in die Höhe geht und ob das vielleicht früher zurückgeregelt wird. Wir waren im Sportmodus unterwegs, da gibt es eben voreingestellte Fahrmodi, Touring, Sport und ich glaube Street, muss ich leider zu meiner Schande gestehen, weiß ich jetzt gar nicht, wie sie das nennen. Wir waren eben im Sportmodus unterwegs und ich habe dann eigentlich am Fahrzeug nichts mehr reguliert. Es gab ein paar andere Kollegen, die vielleicht aufgrund ihres Gewichts, weiß ich nicht genau, oder des Fahrstils, das Fahrzeug etwas einstellen ließen, anpassen, weil sie dann doch öfter aufsetzten und das war für sie dann doch ein bisschen ein unsicheres Gefühl. Es gab also ein paar, die haben das hinten noch mehr heben lassen und am Fahrwerk einfach ein bisschen was von den Mechanikern einstellen lassen, damit sie sich wohler fühlen. Muss jeder dann für sich selbst natürlich herausfinden. Wie gesagt, kein reines Rennstreckenmotorrad, muss man einfach dazu sagen. Aber für eine Grip-Party, für so einen Track, der echt perfekt und wirklich gut ausgestattet schon. Alleine dieses Öhlins-Fahrwerk, Öhlins-Lenkungsdämpfer, ist halt echt ein Gedicht und die 160 PS reißen auch wirklich ordentlich an. Ich hätte mir nicht erwartet, dass ich die Strecke doch recht schnell gelernt habe. Es gibt ein paar diffizile Stellen, aber die speichert man dann nach so 2-3 Turns ab und dann ist das hier ein echtes Paradies. Das ist es ja auch wirklich. Ich glaube, für Privatleute ist es auch relativ schwer, hier überhaupt fahren zu können. Und für uns Journalisten ein echter Leckerbissen, so alle 2-3 Jahre, wenn dann ein Motorrad hier vorgestellt wird. Also ein ganz toller Tag. Das ist einfach ein wirklich gut gelungener, sportlicher und vor allem, finde ich, wunderschöner Verschnitt aus einem Straßenmotorrad und einem Rennstreckenmotorrad.
Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie sich das auf der Straße bewegen lässt. Hier fahren wir sehr hohe Drehzahlen, quasi immer wieder auf Anschlag aus den Ecken raus. Viel Vollgas, also glaubt man zumindest, ist natürlich nicht so, aber man gibt halt viel Gas und dreht hoch auf der Straße. Weiß ich jetzt nicht. Ich kann euch also nicht sagen, ruckelt das vielleicht oder wenn man durch den Verkehr flaniert, ist das vielleicht etwas ruppig, ist es unangenehm. Das werden wir nächstes Jahr ganz sicher herausfinden. Dann liefern wir euch einen Straßentest nach, soweit auf der Rennstrecke. Echte Sensation. Wenn es euch gefallen hat, so gut wie mir, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch andere Testvideos von euch an. Jetzt ist die beste Zeit, um sich ein neues Motorrad für nächste Saison auszusuchen. Und hinterlasst uns bitte eure Kommentare zum Motorrad, zu uns, zu unseren Videos. Was habt ihr für Ideen? Was sollen wir machen? Was machen wir gut? Da greifen wir immer wieder gerne eure Inspirationen auf. Danke fürs Zuschauen.